gibt viele unterschiedliche Situationen, in denen wir den Eindruck haben, hier verliert jemand seine Würde. Und ich wollte wissen, was genau wir meinen, wenn wir davon sprechen. Das heißt, es geht darum, eine Idee, die erstmal vage und ausgefranst und vieldeutig ist, gedanklich transparent zu machen. Das ist das Vorhaben des Buchs. Es gibt zwei Möglichkeiten beim Thema der Würde. Man kann sie entweder als eine Eigenschaft des Menschen auffassen, das ist meistens verbunden damit, dass man sie religiös deutet. Das ist dann eine Eigenschaft, die von Gott verliehen ist und die man auch nicht verlieren kann, eine metaphysische Eigenschaft. Das ist eine mögliche Lesart der Idee. Und die zweite ist, nein, es ist keine Eigenschaft, sondern es ist etwas, was wir mit unserem Leben machen. Also eine Aktivität, eine Art, wie wir unser Leben gestalten. Und ich habe die zweite, die säkulare Version der Idee gewählt und versucht zu erklären, wie diese Idee der Würde aussieht, wenn man sie als eine Art zu leben auffasst. Es ist immer so bei einer Erfahrung existenzieller Art, dass es eine Außenperspektive und eine Innenperspektive gibt. Das ist eigentlich immer so. Das ist bei Freiheit so, das ist bei Gerechtigkeit so, das ist bei Echtheit so. Es gibt immer diese beiden Perspektiven. Und das Buch versucht, beide Perspektiven zu entwickeln und zu erklären, wie die beiden miteinander zusammenhängen. Aber es ist schon auch richtig, dass niemand anderes darüber bestimmt, was Würde ist, als wir, die wir einer menschlichen Gemeinschaft angehören, die über Würde spricht. Insofern ist es immer eine Frage, was die Individuen als Mitglieder dieser Gemeinschaft daraus machen.